Hallo und herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was morgen auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Nicht vergessen, das Rennen um die nächste Jahreslegung läuft momentan. Am kommenden Sonntag kommt die Jahreslegung 2025 für Stier raus und steht noch offen, wer übernächsten Sonntag kommt. Du kannst es mitbestimmen, indem du bei deinen Legungen, bei deinem Sternzeichen unten über die Teilen-Funktion das Video teilst. Ich werde jenes Sternzeichen, welches am meisten geteilt wurde, übernächsten Sonntag hier publizieren. Okay? Momentan ist Waage im Rennen. Der nächste Sonntag ging schon am Platz 1, das war Stier. Und übernächsten Sonntag steht momentan, ja, gemäß Stand der Dinge jetzt, gehört dann sehr wahrscheinlich Waage. Ja. Falls du sagst, nein, meins soll zuerst kommen, dann kräftig fleißig deine Legungen, ja, die Legungen deines Sternzeichens teilen. Okay, schauen wir mal. Ich beginne bei Widder. Herzlichen Dank an jene, die die Minutenangaben in den Kommentaren machen. Wir sind alle immer sehr dankbar. Also das sehen auch jene, die das machen. Siehst du, wie viele Menschen froh darum sind, gell? Ja, danke schön vielmals. Also schauen wir mal, starten wir mit wieder in den nächsten 24 Stunden. Am Freitag, morgen am Freitag, sehe ich dich hier mit 6 der Kelche etwas tun, das du schon in deiner Kindheit sehr gerne getan hast. Morgen wird das Sonnenkind in dir gefüttert wieder. Ja. Ja, es gibt das Schattenkind und es gibt das Sonnenkind. Schattenkind ist das, das blöde Dinge erlebt hat, ja. Und dann kann man diese nähren und sich weiter runterziehen. Oder man kann auch sich auf all die schönen Dinge in der Kindheit konzentrieren und diese nähren. Ja. Ist gesünder. Und du wirst hier morgen Dinge tun, Aktivitäten verfolgen, die du als Kind schon sehr gerne getan hast und dir ein schönes Gefühl gegeben haben. Okay? Stier, in den nächsten 24 Stunden, zwei der Stäbe umgekehrt, wollt ihr hier umgekehrt kommen? Ich habe den Eindruck, Stier, dass dir hier etwas bevorsteht, das du überhaupt nicht einschätzen kannst. Morgen, da kommt, es ist wie wenn ich dir sagen würde, du Stier, du hast da Treffer im Lotto. Ja? Und was ist das jetzt? Habe ich 5 Franken gewonnen? Habe ich die Millionen gewonnen? Das ist sehr unberechenbar. Du weißt nicht so recht, was genau da auf dich zukommen wird. Oder zwei der Stäbe. Hey, Stier, du darfst auf eine Trauminsel gehen und dort Ferien machen. Ja, Gott, was für eine Trauminsel? Meinst du Formentera? Meinst du Malediven? Ja, oder sehr, es ist schon was Tolles, das dir bevorsteht, Stier. Aber du kannst überhaupt nicht einschätzen, in welchem Ausmaß es ist. Okay? Schau mal, Zwillinge, in den nächsten 24 Stunden sehe ich hier mit 6 der Schwerter, dass sich die Wogen glätten. Du hast morgen den Eindruck, dass du und eine Person endlich auf die friedliche Seite gekommen seid. Ja, das Schlimmste ist vorüber, sagst du hier. Ja, das Schlimmste ist vorüber und wir können jetzt endlich mal auf eine positive Art und Weise miteinander reden, sagst du morgen. Ja. Ihr hört auf, damit einander zu nerven. Ja, die Wogen glätten sich. Krebs, in den nächsten 24 Stunden, der Mond hier, das ist die Krebskarte. Ich habe den Eindruck, dass du hier eine neue Reise antreten wirst. Du gehst hier eine... Krebs, da ist ein ganz mutiger Weg, den du morgen gehen möchtest. Es ist so, wenn du dein Auto nimmst und einfach losfährst. Ohne Ziel, einfach dir, du sagst dir, ich habe 2 Wochen, ja, ich gebe mir 2 Wochen mit diesem Auto und dann fährst du einfach los. Mit der Mondkarte kann hier auch sein, dass du zum Beispiel beruflich da etwas lostreten wirst. Einfach mal schauen, einfach mal probieren und dann aber später etwas viel Größeres daraus entstehen wird. Besseres, die nächste Karte ist die Sonnenkarte. Ja, sicher. Ja. Löwe, in den nächsten 24 Stunden habe ich hier mit 7 der Kelche so die Qual der Wahl. Du weißt nicht so recht, wie du deine Zeit verbringen sollst. Ha? Zu wenig Zeit,
zu viele Hobbys. Ja, das war ein bisschen das mit 7 der Kelche. Es kann hier auch sein, dass du hier, morgen ist eben Freitag, und es kann schon sein, dass du hier Gefahr läufst. Gut, Gefahr läufst. Du weißt nicht so recht, was tun. Dieses Wochenende weißt du nicht so recht, was tun, wie du deine Zeit verbringen sollst. Ich habe den Eindruck, auch mit deinem Blick hier zu den Wolken hoch. Ich habe jetzt die Wetterbericht habe ich jetzt nicht angesehen, aber was steht für Wetter an? Gut, wir wohnen hier an verschiedenen Orten, aber das Wetter findest du sehr, gut, das ist ja der Fall, aber man sieht's ja hier. Das Wetter findest du sehr unberechenbar und deswegen planst du nichts und weißt nicht so recht, was du dieses Wochenende unternehmen sollst, okay? Moment bitte. Eigentlich, Löwe, es gibt etwas, das dir gefallen würde, das du gerne tun würdest, aber das du von vornherein als langweilig abgestempelt hast. Aber eigentlich würde es dir mega Spaß machen. Hast du da irgendeinen japanischen Garten in der Nähe? Boring. Geh mal hin. Hast du so Bonsai-Parks bei dir? Boring. Geh mal hin, wie alt die Dinger da sind. Hast du gedacht, oder bei mir hat eine Töpferei aufgemacht. Mein Gott, wer tut das? Ja, wer tut das? Was hat man da für ein Problem, wenn man da an diesem Gerät da sitzt und formt und macht? Ne? Boring. Geh mal hin. Es könnte dir sehr viel Spaß machen. Okay. Jungfrau, in den nächsten 24 Stunden, 5. Stäbe hier, okay. Es wird hier bei einem Plan, wird dir ein Strich durch die Rechnung gemacht, Jungfrau. Ja, etwas wirst du doch nicht so ausführen können wie gewollt, wie geplant. Etwas wird doch nicht klappen. 5. Stäbe. Warum? Weil da jemand alles durcheinander bringen wird. Ja. Waage, in den nächsten 24 Stunden 4. Kelche. Gelangweilt? Du bist morgen gelangweilt. Löwe ist übers ganze Wochenende gelangweilt. Du bist morgen gelangweilt. Okay, warum langweilt ihr euch? 4. Kelche hier. Ich habe den Eindruck, Waage, dass du hier zum Trinken geneigt sein könntest. Das Problem ist aus Langeweile, weil dir langweilig ist. Ja, du vermisst, ich spüre auch raus, dass es einige Wagen hier gibt, die ein Glas vermissen, die Alkohol vermissen. Ja, falls du abstinent bist, dann ja, ist morgen gefährlich. Ja, weil, also vor allem auch, weil du es aus Langeweile tun möchtest. Ja, und eben, es gibt dann auch gesundheitliche Situationen, wo man auf keinen Fall Alkohol trinken darf. Ja, also ich sehe hier eine Neigung, obwohl du nicht solltest. An alle, die Alkohol trinken dürfen, tu es doch, wenn du Spaß hast, weil du Spaß hast. Tu es nicht, wenn dir langweilig ist und du Spaß hast. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Skorpion, in den nächsten 24 Stunden 6. Stäbe hier, du wirst sehr bewundert. Ja, da ist sehr viel Anerkennung für das, was du geleistet hast, für deine Energie. Ich habe den Eindruck, Skorpion, dass du morgen dein Umfeld mit deiner Energie beeindrucken kannst. Ja, beeindrucken wirst, Entschuldigung. Die Leute, die staunen darüber, wie viel Energie du hast, mit wie viel Feuer du etwas durchführst. Und es ist schon so, das 6. Stäbe, Skorpione sind leidenschaftlich. Oh, die sind leidenschaftlich. Sag mal einem Skorpion, geh bitte die Himbeeren einsammeln. Say no more. Ja? Sag's nicht nochmal. Also ihr seid sehr leidenschaftlich und genau das wird morgen sehr bewundert und bestaunt auch. Ja, es ist ziemlich krass, wie du das machst. Ja. Die finden das sehr krass, wie 6. Stäbe. Mein Gott, oder du sollst einfach nur die Kaffeemaschine sauber machen, oder? Irgendwie all das ausleeren, damit diese Meldung aufhört. Aber nee, Skorpion, ja, geht da voll rein und ja, bringt es auf Hochglanz. Also sehr viel Leidenschaft hier bei der Sache und das wird hier sehr bewundert morgen. Okay. Schütze, in den nächsten 24 Stunden 4 der Münzen hier. Du hast Angst davor, dass dich jemand anrufen könnte oder dir schreiben könnte. Moment bitte. So.
Du hast hier Angst davor, dass jemand dich kontaktieren könnte, Schütze. Es gibt hier eine ganz spezifische Person, Schütze. Und du denkst nur so, ey, scheiße, ich will nicht, dass dieser Mensch mich anruft. Ich will nicht, dass dieser Mensch mir schreibt oder sonst was. Es ist, morgen ist Freitag, ja, das Wochenende steht bevor. Ich denke, dass das eine Person ist, ja, der, die eine freie Zeitspanne von dir versucht abzufangen. Keine Ahnung, will vielleicht unbedingt irgendwo hingehen und hat dir irgendwann mal gesagt, Schütze, wir müssen das mal an einem Wochenende machen. Ja, idealerweise Anfang Juli. So, und nun stehst du da mit vier der Münzen am Freitag und denkst, ey, hoffentlich, ja, da meldet sich der nicht. Ich habe keine Lust auf diesen Menschen. Ja. Ich sehe hier, dass du schon einige Ausreden parat hast. Naja, weißt du, die beste Begründung ist immer, ich habe keine Lust. Gibt es irgendeine bessere Begründung? Ich habe keine Lust. Das ist die höchste Begründung, die es geben kann. Naja, Arzttermin, Diestermin, das sind alles zwei-, drei-, vierrangige Themen. Auch sogar dein Arzt würde dir sagen, du kommst zuerst. Deine Gesundheit, deine seelische Gesundheit kommt zuerst. Schau gut auf dich, dann brauchst du mich nicht, würde ein Arzt sagen. Ja, vier der Münzen. Die beste Begründung, Schütze, ist, ich habe keine Lust. Ja, kannst auch sagen, ich bin schon mit mir selbst verabredet. Fertig. Ja. Also ich habe den schon ein paar Mal gebracht, ja, Schütze. Stört überhaupt niemanden. Nö, also bei mir hat es niemanden gestört, denke ich mal. Und wenn, ja, und ich habe keine Lust, fertig. Da gibt es keine weitere Begründung, gell? So. Steinbock in den nächsten 24 Stunden sehe ich hier ein Donnerwetter. Ja, wird rückblickend was Gutes sein. Ja, das ist halt, der Turm ist rückblickend immer gut. Die nächste Karte ist immerhin die Sternkarte. Ja, schauen wir mal. Ich habe hier den Hierophanten, 7 der Schwerter, 9 der Kelche. Hat hier, okay. Du wirst hier eine sehr herzlose Seite von jemandem kennenlernen. Sehr herzlos. Du wusstest es die ganze Zeit besser. Hast dich selbst belogen. Hast dir selbst was anderes eingeredet. Na gut, so soll dieser Blitzeinschlag kommen. Wirst hier eine unglaublich herzlose, abstoßende Seite von einem Menschen kennenlernen. Okay. Ja. Wassermann, in den nächsten 24 Stunden läuft dir die Zeit davon. Ja, 5 der Münzen ist sehr oft nicht in Bezug auf Geld, sondern sehr oft in Bezug auf Zeit, dass einem davon rennt. Du hast den Eindruck, dass du hier... Moment bitte. Das zieht sich schon seit den letzten kalten Tagen. Ich sehe hier vor allem diese 3 Tage im Mai. Eisheiligen. Seit Eisheiligen ist das Pendent. Wann war Eisheiligen? Im Mai. Sei mal anders. Seit Eisheiligen zieht sich dieses Thema in die Länge und mit 5 der Münzen hier hast du so langsam den Eindruck, dass dir die Zeit davon rennt und oder der Zug bald abfahren wird mit 5 der Münzen. Du hast hier den Eindruck, es fühlt sich an, wenn du ein Fischlein in der Hand hättest und dieses Fischlein flutscht dir immer wieder weg. Ist das etwas, das du verfolgen musst? Es ist mega stressig, fühlt sich ziemlich stressig an. Flutscht dir immer wieder weg. Entkommt dir immer wieder. Du versuchst, etwas draus zu machen und dann zack, flutscht es wieder weg. Es ist wie ein Projekt, wo ständig alles schief läuft, wo einfach der Wurm drin ist. Das kann manchmal ein Zeichen dafür sein, dass man auf dem falschen Weg ist. Ja? Weil normalerweise, wenn man auf dem richtigen Weg ist, schwupps man nur so durch. Ja, ja. Fisch hat das Gegenteil. Fisch, in den nächsten 24 Stunden habe ich den Eindruck, dass du eine Person antreffen wirst, die du schon lange antreffen wolltest. Die du schon lange mal, also dieses Sehen und Gesehen werden, wolltest du schon lange mit diesem Menschen haben und mit Sehen der Münzen, wird das passieren und du wirst hier am Ende des Tages, wirst du dir denken, doch,
ich bin genau so gesehen worden, wie ich gesehen und gesehen möchten, werden möchte. Also 10 der Münzen hier, triffst auf jemanden an, wolltest diesen Menschen schon seit einiger Zeit antreffen hier mit 10 der Münzen und du wirst sehr zufrieden auch mit dir selbst sein, ja, mit der Art und Weise, wie du das Ganze gehandhabt hast. Okay. Wirst sehr cool bleiben. Ja. Wir sind beim letzten. Gut. Wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Macht's gut. Bye, bye.